Bei der KT Rheinland-Thiele GmbH hier in Halle würdigen Sie ein Jubiläum. Worum geht es dabei? Zum ersten feiern wir heute ein Produktjubiläum. KT ist eine Marke, die sich über Jahrzehnte hinweg nicht nur durchgesetzt hat, sondern auch in verschiedenen Systemen es immer wieder geschafft hat, sich durchzusetzen. Auch nach der Wiedervereinigung ist dieses traditionelle Familienunternehmen erfolgreich in den Markt hineingekommen und hat gezeigt, dass es auch schafft, über einen Generationswechsel im Unternehmen hinweg die Märkte aufzuweiten und immer mehr Produkte zu verkaufen. KT ist inzwischen Nummer 3 in Deutschland, in verschiedenen Produktbereichen sogar die Nummer 1. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Ist der erfolgreiche Weg von KT typisch für die Entwicklung von Unternehmen in Sachsen-Anhalt? Der Entwicklungsweg von KT ist sicherlich nicht typisch, aber er ist gelungen und steht auch für viele andere erfolgreiche Wege, die nach der Wiedervereinigung möglich wurden. Ich glaube, dass dieses Familienunternehmen gezeigt hat, dass mit der traditionellen Produktphilosophie in Verbindung mit Forschung und Entwicklung und der Entwicklung neuer Produkte es möglich ist, ganz nach vorn zu kommen. Gibt es weitere innovative Unternehmen aus Sachsen-Anhalt, die in Ihrer Branche die Nase vorn haben? Ich glaube, es gibt viele Erfolgsgeschichten und erfolgreiche Unternehmen zu benennen in Sachsen-Anhalt. Das lässt sich auf die einzelnen Branchen runtergebrochen sicherlich auch regional festmachen. Ich denke da an SKW in Piesteritz oder an das Serumwerk in Bernburg, das ist Chemie und Pharmazie, oder im Bereich Maschinenbau, FAM in Magdeburg oder IFA in Haldensleben. IFA in Haldensleben ist im Prinzip auch eine Entwicklung, die inzwischen international von Bedeutung ist, mit mehreren Standorten, auch in anderen Kontinenten. Aber auch der Bereich der Ernährungsgüterwirtschaft im engeren Sinne mit Haloren oder mit Rotkäppchen zeigt, dass wir aufgesetzt auf ganz alten Produktpaletten bzw. auch verbunden mit ganz alten Marken es geschafft haben, den Sprung in die Marktwirtschaft erfolgreich zu bestehen und Märkte aufzubauen, die inzwischen internationale Märkte sind und damit die Exportquote in Sachsen-Anhalt erhöhen helfen.